ich bin wieder zurück. So, ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich war jetzt fast eine Stunde weg, aber ich bin halt echt momentan gehandicapt. Deswegen kann ich gerade sehr, sehr langsam essen. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Natürlich habe ich auch ein paar Videos nebenbei geguckt und so. Von daher, es hat sich ein bisschen gezogen. Ich weiß, es tut mir leid. Ich muss jetzt kurz Soundkontrolle machen, wie immer. So. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Die Facecam ist auch hier. Boom. Jetzt könnt ihr mich auch sehen. Gut. Dann machen wir mal weiter. Ich habe ja gespeichert gehabt. Wir haben diese Röhre zusammengebaut. Und die müssen wir jetzt. Okay, ich dachte gerade, der Player hat schon wieder den Geist aufgegeben. Wir haben die Röhre zusammengebaut. Jetzt müssen wir das da einsetzen. Ich glaube, ich habe es da gespeichert, ne? Ich glaube schon. Da seht ihr. Es war gerade mal vor einer Stunde und ich bin trotzdem komplett lost und zweifle es gerade an. Och nö. Haben wir nicht gemacht. Ach, scheiße. Los. Es kann sich nur Jahrhunderte dauern. So, noch einmal. Boom. Ist jetzt die Frage, ne? Wo müssen wir da jetzt hin? Moment. So. Wo war das dann nochmal? Noch Player. So, jetzt. Das war doch da drüben. Okay, hier. Hier lang müssen wir. Hier einfach als Beweis, mein Player spinnt gerade. Oder es ist einfach Jill, die einfach durch diese Enge in den Wahnsinn getrieben worden ist und jetzt anfängt gegen Wände zu laufen. Ich hoffe, das passiert nicht. So, hört man eigentlich den Sound vom Spielen? Ich glaube, man kontrolliert. Okay, doch, man hört. Mir war jetzt wichtig, ob man das Spiel halt hört, ne? Aber man hört's. Man hört es. Okay. So, jetzt nehmen wir dieses Ding. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Welchen drücken? Die vier. Es passiert nichts. Ach, warte. Wartet, wartet, wartet. So ist die Reihenfolge. Moment, wir müssen erstmal wieder drehen. Komm. Nur noch zweimal. Und noch einmal. Boom. Okay, das ist die Reihenfolge. Da packe ich doch meinen super tollen Dino-Stift raus. Kann man das erkennen? Ich
glaube nicht, ne? Moment, kann man das so erkennen? Mein Dino-Stift mit einem T-Rex drauf. Den werde ich jetzt benutzen. So. So. Vier. So. Dreh das bitte. Ach, was ist denn los, Player? 3, 1. Okay. Da haben wir die Lösung. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Yes. So. 4. 2. 3. Und die 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Miss Geiss, wir gehen noch tiefer runter. Warum denn auch nicht? Also hier ist alles. Ja, alles ist sehr grün. Okay. Habe ich eine andere Wahl? Nein, habe ich nicht. Also. Let's go. Hier ist ein Aufzugsschalter. Drücken, ja, ab in den Abgrund. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Barry kommt jetzt mit uns. We are not alone anymore. Und wir ziehen ihn mit uns in den Abgrund. I wish you well in hell. Okay. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. Ja, genau. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Ist klar. Ist klar, Barry. Ist klar. Danke. Schick die Frau voraus. Dankeschön. Liest du irgendwas? Anscheinend nicht. Nee. Oder? Oh mein Gott, meine Nase juckt. Ah! Nee, okay. Danke, Barry. Oh mein Gott, meine Nase. Was ist das denn? Hier gibt es ja auch noch einen Weg. Was ist das? Warum ist hier ein Kasten? Warum ist hier einfach ein Kasten? What the fuck? Warum ist hier ein Kasten? Ich bin verwirrt. Gehe ich da runter? Oder gehe ich erst in diese? Ich gehe erst durch die Tür. Ich bin bereit. Boah, diese Musik. Boah, ich habe mich gerade richtig erschreckt. Oh nö. Es ist wieder die Olle. Die Frau Holle. Die Holde Maid. Mit den Kettchen. Und sie klimpert so schön. So viel Heilung. Und so viele Wege. Bro, kann ich? Ich kann den nicht töten, ne?
Alter. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich mach's einfach. Okay, die Box ist weg. Die Box ist weg. Also hier liegt noch irgendwas, oder wie? Chemikalien. Ach da, oder? Ist da was? Wo liegt denn hier was? Yes. Magnum Money. Yes. Und Pistolen Money. Boah. Schön. Schön, schön, schön. Ich muss jetzt irgendwie an diese Olle vorbeikommen, ohne dass sie mich schaut. Please, sei nicht gewalttätig. Ich hab dir nie was getan. Ich mag deinen Buckel. Ah! Ich mag deinen Buckel, habe ich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehe. Bist das denn? Was? Barry, du Arschloch. Du. Na super. Wann will ich dahin? Berry du. Gehen wir mal hier lang erstmal. Ach, ich muss also schnell sein. Ach, guck mal, hier ist die Kiste jetzt. Okay, was hier? Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter drücken, ja.
Okay, wieso rastet gerade mein Player? Mein Player rastet gerade hardcore aus. Wegen dem Schieben. Oh yes. Oh yes, please. Defekt. Wow. Aber den muss ich da hinhängen, oder? Okay. Ich verstehe, was du von mir willst, Spiel. Ich verstehe es. Einfach so komplett in Waffen, weißt du. Ich kann nicht mal was mitnehmen. Aber das muss ich wahrscheinlich... Ja, komm. Nimm mir das jetzt hier. Wenigstens so ein Slot frei. Sonst Krise. Walla, Krise. Orientierung. Wo ist sie denn? Kommst du von hier? Du kommst von da. Das sieht schon unheimlich aus, muss man schon sagen. Bro. Wo ist das denn? Warte! Yes! Boom! What the fuck? Wieso sind es eigentlich immer Puppen? Okay. Wir sind geschlagen worden. Alter, was ist das? Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Boah, ich krieg eine unangenehme Gänsehaut. Ein Schauer. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Ja. Was ist das? Was ist das? Also hier muss irgendwo was rumliegen, ja? Muss mal gucken. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Kann ich da das Feuer wieder anstellen? Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Liegt hier echt nichts? Kann nicht sein, das akzeptiere ich nicht. Gehört das auch noch dazu? Anscheinend. Bro. Bro. Dieses Spiel nimmt gerade ein Gruselausmaß an. Bro. Ah! Hier sind Schlangen! Verpisst euch! Alter, wie viele Schlangen gibt's da noch?
Wir haben echt viel Muni. Von daher können wir schon ein bisschen schießen. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ein Brooch. Eine Kiste. Schmuckkästchen mitnehmen, ja. Hier liegt aber noch was. Hier muss noch was sein. Dieses Bett ist noch warm. Das ist echt unheimlich. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Ist gleich im Wasser noch was. Titanic-Flashbacks. Brauche ich hier für ein Feuerzeug oder warum ist es noch rot? Warum ist es noch rot? Ich muss, glaube ich, den Kamin noch anzünden, kann es sein? Wo ist die Kiste? Wo steht dann dieser Ollen vorbei? Habe ich eigentlich bei ihr alles in dem Raum? Ja. Aber da habe ich noch nicht alles. Beim Inventarbox. Okay. Was ist das? Sieht so aus wie so eine Waffe, die stehen kann. Aber anscheinend. Guck, das leuchtet sogar so merkwürdig. Aber anscheinend ist es nichts. Eine Reihe verwitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Bin ich denn jetzt hier? Ach. Jetzt bin ich bei dem Haus von der. Oh. Alright. Wait a second. Hier ist doch eine Schreibmaschine, oder nicht? Wer ist dieses Mädel? Und wo ist ihre Mutti? Hat sie ihre Mutti getötet? Oder ist es die Mutti und die Kleine ist weg? Fragen über Fragen. So. Bevor wir weitergehen, ich möchte ganz kurz diese Schatulle. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 67. Jessica. Oh nein!
Das ist doch, oh nein, das ist doch die, oh, wie heißt diese Kleine dann? Lisa und Jessica, ne? Das waren doch die von diesen George Trevor. Oh nein. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Oh nein. Oh nein. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Statusschutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert 30. November 67. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Oh nein! 14. November 67. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass sie zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November. Oh nein. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine? Oh nein. Ich habe so viele von diesen. Ja. Ich meine, ich brauch's eigentlich noch nicht. Ja, ich lasse es mal. Nein, warte. Ach, scheiße. Heilung behalte ich jetzt mal bei. Wir haben es geschafft. Das heißt, dieses Gebiet haben wir jetzt auch. Mal ganz kurz gucken. Aber ich war immer noch nicht da in diesem Kreis. Da, wo meine Inventarbox ist, noch was. Alles andere habe ich, oder was? Oh nein, wie traurig. Der Vater ist gestorben beim Versuch abzuhauen. Die Mutter wurde getötet. Nein, ich wollte Feuerzeug mitnehmen. Uff. Um zu gucken, ob das funktioniert, aber bin. Ach, das war's aber. Also kann ich da nichts machen. Ist da vielleicht ein Secret oder so? Aber ich glaube nicht. Bitte komm nicht hier hin. Nein, es sind schon wieder Schlangen. Du musst nur den Weg wieder nach draußen finden. Hier links. Ah!
Oh, du blöde Olle. Ich muss da gleich noch mal hin. Boah. Alter, zwei Schläge von der, man ist tot. Super. Entschuldigung. Ich habe hier war das hier? Ja, Muni. Ich habe Munition übersehen. Dafür bin ich jetzt zurückgelaufen für Munition. Für Munition. Ja. Ich nehme einfach mal das Feuerzeug mit. Einfach so, komm. Scheiß drauf. Ich will sehen, ob es... was es ist. Okay. Barry, du Wichser, bist einfach hochgefahren. Dafür spucke ich dir ins Gesicht, wie ein Alpaka. Oder ich werfe Schlangen nach dir, die vom Himmel herabfallen. Ich habe mich noch nicht dezent... ich habe mich noch nicht entschieden. Die ist wieder wahrscheinlich auf dieser Seite und da muss ich auch hin. Nee, ich muss auf die Seite. Tschüss. Tschüssi. Okay, es war ein Versuch wert. Was? Nein. Blöde Schlange, ey. Geh weg, verpiss dich! Und dafür bin ich zurückgelaufen. Für Munition. Dafür ist aber alles green. Eigentlich hätte ich jetzt speichern sollen, aber egal. Barry, du bist ein Arschloch. Und zwar eine richtige Arschlocke. Eine Arschlocke bist du. Okay. Ja, aber klar. Ich fühle mich sicher, ich habe viele Waffen. Ich habe auch viel Heilung. Also ich bin unbesiegbar. Naja. Naja. Was bist du denn? Du siehst ein bisschen anders aus, weil du so nackt bist. Willst du mich?
du mich gerade verarschen? Ja, ich weiß, ich hätte auch einfach durchschneiden können, aber... Wir haben eh viel Muni. Von daher können wir auch ein paar Zombies auf dem Weg töten. Das ist so unheimlich hier draußen. Dieses Wasser hat mich gerade erschreckt. So unheimlich ist sogar das Wasser. Even the water is Kelly. Ich hoffe, du hast einen triftigen Grund, warum du uns alleine gelassen hast. Habari. Was ist, wenn ich mit dieser Kurbel eigentlich? Ich habe doch da eine viereckige. Wartet mal. Ich habe die zwar jetzt nicht dabei. Aber was ist, wenn ich auch diese sechseckige Kurbelwinde benutzen kann? It's Windays. Hi! Hallo, hallo. Mal ganz kurz gucken, ob das funktioniert oder ob das jetzt nur mein Wunschdenken ist. Wie geht's, wie steht's? It's Windays. Nee, geht nur die. Ein quadratisches Loch. Okay. Alles super. Bei dir denn? Ja, auch ganz gut. Ich komme weiter bei dem Spiel. Ich bin zufrieden. Das ist so. Na gut. Das heißt, wir gehen jetzt in den Keller. Wir haben alles wie den Keller. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So, haben wir das. Hat er dich zufällig hier entdeckt, weil ein Kollege auch in dieser Kategorie streamt? Ach! Spielt er auch Resident Evil? Der Rimake. So. War da gerade neben mir was? Ich hatte gerade das Gefühl, neben mir war was. Oh, wie süß! Shigi! Und wie weit ist dein Kollege? Ist er weiter als ich? Was wär nicht verwunderlich wäre, weil das zieht sich schon bei mir gerade. Mit deinem süßen Shigi. Das ist übrigens mein Lieblings-Pokémon. Nur so nebenbei. Es ist nämlich eine Fusion. Aus meiner Lieblingsfarbe und meinem Lieblingstier. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Ja, ja, ja. Ich auch nicht. Ich überlebe irgendwie. Scheiße. Ja. Ich überlebe gerade so. Nein, ich will nicht in den blöden Keller. Wieso die Maske eigentlich? Corona-konform. Nein, die Maske. ja, das war ein Teil von mir. Ich möchte euch dieses Gesicht, mein komplettes Gesicht, nicht antun. Sagen wir es so. Ich bin geheimnisvoll. So, Moment, das wollte ich gerade machen. Okay, das muss ich einsetzen. Sender haben wir. Jetzt ist die Frage. Speicher. Ich habe vorhin gespeichert. Uff. So schlimm ist es also. Ja, glaub mir. Es ist die zweite Kamera in einem Monat, die ich kaufen musste.
Was mache ich denn jetzt? Ich speichere nicht. Komm, scheiß drauf. Ich werde mich zwar mega aufregen, wenn ich sterbe, aber ist okay. Wo bleibt denn der ganze Spaß? Wenn ich jetzt sterbe. Bitte nicht. Ich habe einen Granatenwerfer. Ich werde schon nicht sterben. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Ich hatte vorhin auch eine Magnum und bin trotzdem gestorben. Ja. Ich weiß nicht, nennt man das so ein unglückliches Schicksal oder Unfähigkeit? Ich kann es nicht differenzieren. Tendierte zu letzteres. Let's go. Ab in den Keller, wo die komischen Geräusche hinkommen. Hau raus, wie kamst du zum Stream? Was motiviert dich? Wann hast du angefangen? Ja, also wie ich zum Stream kam, ich wollte das eigentlich schon sehr, sehr lange machen. Ich habe damals immer halt Gronkh geguckt oder halt Holly LP, was mein Lieblingsstreamer ist, der Holly. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, ich will das auch machen. Und so habe ich dann auch angefangen. Also ich habe, lass mich nicht lügen, wann habe ich angefangen? Also so richtig mit so Kamera und so Equipment und so habe ich vor kurzem angefangen. Holly LP. Der gute Holly. Ich weiß nicht, ich bin auch so, ich liebe Horrorspiele, aber ich habe Angst, sie alleine zu spielen, ja? Und wenn ich halt streame, bin ich nicht allein. Also so eine Win-Win-Situation quasi. Ich liebe Horrorspiele, aber habe gleichzeitig auch Schiss. Ja, das wollte ich schon immer machen. Wie, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Jetzt mach. Du hast einen leichten Akzent. Wo kommst du her? Ich hab doch keinen Akzent. Kommen Sie denn bitte da drauf? Das ist nur Einbildung. Bayern. Ach du Scheiße, jetzt wird's ernst. Meine Hände schwitzen schon. Vorhin kamen da richtig gruselige Geräusche. Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen? Nein! Nein! Ich will da nicht rein! Ich will da nicht rein. Okay. Wir ziehen's durch. Ich hätte den Granatwerfer in die Hand nehmen sollen. Dann hätte ich mich sicher gefühlt. Oh, bitte. Ganz kleinen Moment, Monster, egal was du gerade tust, mach kurz Pause und ich höre sowas einfach gut raus. Ja, da hast du recht. Hier ist noch eine Box. Was will mir das Spiel damit sagen? Bereite dich für deinen Endkampf vor. Das Licht flackert! Ich habe Angst! Oh mein Gott. Egal was darunter ist, ich habe Feufeu. Ich bin übrigens sehr schreckhaft, also nicht wundern. Ich schreie. Ja, also ich nehme mal schon mal ein bisschen Abstand zum Mikrofon. Es ist ekelhaft. Rein mit dir, Schisser. Ich gehe ja schon. Oh, das sieht. Ich hasse diese Wege. Ich würde mir selbst aus dem Weg gehen, egal was für ein Monster hier unten ist. Ich bin ein größeres Monster. Ich frag mich, warum da eine Box ist. Also die werde ich bestimmt noch brauchen. Weil das wahrscheinlich auch so ein ewig krass langes Gebiet ist. Katze, erschreckt mich nicht. Okay. Könnte auch Schwitzerdutsch sein. Nee.
von René. Oder vielleicht doch. Who knows, who knows? Hier ist was. Hier lief irgendwas. Meine Lootgeilheit meldet es mir. Doch nicht? Ist ja doch nichts? Oder wird das hier damit. Da ist doch. Bin ich blöd? Was ist denn das? Ist das nichts? Okay, es ist einfach nur ein Effekt. Gehen wir einfach rein. Komm, wir gehen ein bisschen Whirlpool. Barry, du blödes Arschloch. Jill, you're alive. I was worried. Du bist so. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Wieso ist die überall? Die ist ja wie Herpes. Die wirst du nicht wieder los. Sie trägt Mutti. Und sie hat ihre Tage. No time to talk. Jill, hand me my gun. Komm, ey, wir machen es jetzt einfach. Thanks, Jill. Barry hat uns die ganze Zeit geholfen. Echtes Teamwork. Dann schieß mal. Du hast doch gesagt, die kann man nicht töten. Schieß doch, Junge! Junge, ich hab dir die Waffe. Ich hab dir die Waffe zum Schießen gegeben. Ach, jetzt schießt du. Was ist das? Was ist das? Warum? Was ist der Sinn dahinter? Musst du sich irgendwie damit festkrauen oder was? Kannst du schieben? Ich kann ihn nicht töten. Ist Barry gerade gestorben? Sie muss sich irgendwie hier festkrallen, oder? Komm her. Mach deinen Spider-Man-Move. Komm. Ja! Nein! Nein! Ich bin gerade ein bisschen dezent verwirrt. Von diesem Spiel, meine ich jetzt, ja. Ich habe mich entschieden, Barry zu vertrauen. Ja, ich habe ihm vertraut. Und dann steht er da und zielt einfach nur auf sie, ohne auch sie anzuschießen. Lief ja gut. Ich spiele dieses Spiel schon lange. Jetzt weißt du auch, warum. Die kann man nicht töten, das ist die Sache. Oder? Kann man die töten, weil ihr diese Tentakel gewachsen sind, weil sie der zweite Thaddeus wird? Ich weiß es nicht. Och nö, ich bin jetzt in der Hütte. Oh, jetzt muss ich diesen ganzen Weg nochmal laufen. Sprachen lernen mit Bubble. Meine Katze ist gerade gruselig. Ich höre einfach nur, wie sie versucht, hier reinzukommen. Aber es hier gelingt dir nicht. Jetzt mal ganz kurz gucken. Bitte, habe ich gespeichert, als ich alles eingesammelt habe? Yes, I did. Hab ich? Ah, ich hab's nicht getan. Och nö. Ich will aber nicht, dass dieser Daumen rot. Och nö. Wieso habe ich nicht gespeichert? Und deswegen speichert man. Genau aus diesem Grund. Wieso habe ich nicht gespeichert? Lost. Ja. Leider aber. Take things in your hand, my dear. Das haben wir schon gelesen. Die traurige Geschichte von Quasimodo.
Nein. Naja. Ja. Die weibliche Version von Quasimodo. Quasimodina? Keine Ahnung. Das klingt aber gar nicht. Das klingt ja noch richtig scheiße. Da ist es. Muss ich alles nochmal neu machen? Wo sind wir denn hier? Was soll denn die Scheiße? Boah, ich werde gleich speichern gehen. Ist mir scheißegal. Bin im Lurk. Am Lurk? Was ist denn das? Was ist denn das? Musst du irgendwas mitnehmen? Nee. Ich hole jetzt diese Pistolenmunition. Damit dieser Raum grün wird, weil sonst bin ich passiv-aggressiv. Und wieso habe ich nicht gespeichert? Wenn ich ein Geiz. Ich bin ein Geiz. Achso, wenn jemand den Steam nebenbei laufen lässt. Siehst du mal, habe ich heute wieder was Neues dazugelernt. Gut, gut. Hätte ich gespeichert. Wieso bin ich so geizig? Mit meinen Farbbändern. Und gerade das andere das macht. Okay. Ja, ich quatsch dich trotzdem voll. Ist mein Spezialgebiet. Ah, Schlangen. Schlangen, 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 Schlangen. Nur diese scheiß Pistolenmunition und verpiss dich von da, Jill. Selbst die Verwirrung war gerade kurz verwirrt. Och nö, ich muss jetzt wieder an ihr vorbei. Was hat es mit diesem blöden Stein auf sich? Ich muss speichern. Natürlich bist du da. Hol aus, komm, hol aus. Du kannst nicht zweimal hintereinander schlagen, haha. Ich hab dich ausgetrickst. So. Jetzt nimm diese Busti da. Nimm diese blöde Pistolenmunition. Los, komm. Somit hat sich der Raum erledigt. Barry, du Wichso. Bist gestorben. Was soll ich denn bitte machen? Wie soll ich den töten? Ich muss ihn mit diesem Stein hinunterziehen. Jetzt halt deinen Fress und sag mir, wie ich dich töten kann. War ja klar, dass du da bist. Los, hol aus. Guck mal! Sie bleibt stehen! Hol aus! Boah, du blöde Tussi. Nein! Nein! Okay. Halt Schnauz. Oh Gott, ich war kurz verwirrt. Wo bin ich? Ich will die Tür was für befassen. Jill. Konzentriert. Wie töte ich die denn bitte? Oh, ich bin kritisch. Kritisch Zustand. Nicht gut. Dun, dun, dun. Oh Gott, ey. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Da waren doch diese Steine. Diese Steine haben safe was damit zu tun. Ich kann sie nicht töten. Ich kann sie safe nicht töten. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn ich den Granatenwerfer auf sie werfe. Werfe, ja genau, die Waffe. Nein, sondern wenn ich auf sie schieße. Auf sie schieße. Ich werde ich mal ausspeichern. Wo bin ich denn überhaupt?
Doch, ich speichere im Haus. Ich speichere nicht hier, weil sonst muss ich diesen Weg ja nochmal gehen und nochmal und nochmal. Wir speichern im Haus. Ich werde einfach mit der Pistole auf sie schießen und sie irgendwie irgendwo hin lenken. Auf diese Steine. Irgendwas mit ihren Ketten. Die hat Ketten. Sie hat doch Ketten. Was ist das? Wieso funkelt das? Geht doch nicht. Hier, was soll denn das? Sieht jetzt hier aus wie im Schweinestall. Ich erwarte ein bisschen mehr Ordnung. Vorhin habe ich den seinen Kopf abgeschossen. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal schaffen werde, weil das ist einfach so. Alter! Oder auch nicht. Ich habe ihm nochmal den Kopf abgeschossen. Finde ich mich geil, ich fühle mich geil. Ich lasse die Zombies jetzt einfach am Leben. Ist mir egal. Ich laufe an denen vorbei. Ich muss hier sowieso nicht mehr hin. Tschüss. Lungert ruhig auf dem Grab rum. Ihr kommt schon noch unter die Erde. Vielleicht töte ich euch später, wenn ich nochmal vorbeilaufen muss oder so. Aber ich glaube nicht. Vielleicht warte ich schon sogar unter der Erde. Who knows? Und das war so ein Comeback. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Na, 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 na. Ach, mein Katze, schreck mich doch nicht so. Oh nein, sie will schmusen. Oh, kleiner Sack. Wartet mal, ich gehe speichern. Jetzt gehe ich speichern. Weil dann habe ich mir diesen Weg gespart. Wo bist du denn? Chiara. Moment. Ganz kurz. Ich gehe erstmal in den Safe Room. Da kann mir nichts passieren. Das kleine süße Maus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, Chiara. Chiara, nein, nicht von mir. Oh nein. Oh nein. Ja. Ja, ja. Hm? Ja. Streckst du deinen Zuschauern gerade dein Popos hinten? Wow! Nein, das machen wir nicht. Oh nein, komm. Oh nein. Ganz kurz. Bin gleich wieder da. So. Ich muss ihr nämlich ganz kurz Attention geben. Autsch.
Ich bin wieder zurück. So. Ich weiß nicht, ob sie hier bleiben wird oder nicht. Ich glaube aber schon. So. Da bin ich wieder. Och, meine Haare sehen heute so Katastrophe aus. Aber ist okay. It is what it is. Na, hat sich das Mikrofon geschmust. Was bist du denn? Was für Faxen machst du jetzt? Ja, da. Ach, du spielst. Okay. Player, bitte reagiere. Okay. Okay, ach scheiße, jetzt habe ich das Ding nicht genommen. Oder doch? Doch, ich hab's genommen. Manchmal bin ich echt los. Aber echt. Verbänder. Ich habe bald keine Farbbänder mehr. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Was ist denn? So. Moment. Es geht gleich weiter. Oh, was ist denn? Nein, nicht vom Mikro. Nicht. Ja. 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 Da habt ihr es. Sie sagt auch Hallo. Oh nein, nein. Was ist heute los mit dir? Sie will sich rächen, weil ich nicht mit dir schmuse. Nein, da. So, warum ist so? Jetzt komm her. Komm her, du kleiner Sack. Nein, nicht da. Nein. Hört man sie schnurren? Komm. Kleiner Sack. Komm, geh da rein. Geh da rein. Los, komm. Komm. Oh. Okay, wir haben gespeichert. Die Kamera ist wieder in Position. Moment, ich glaube, sie will jetzt wieder raus. Das ist so ein kleiner, ungezogener Sack ist das. Ich bin wieder gleich wieder da. Ich mache hier nur kurz die Tür auf. Soppi. Okay. Guess who's back? Back again. Tell your friends. Mach doch, zieh doch. Hello. Okay. Vielleicht war es gar nicht mal so dumm, Heilung mitzunehmen. Also, ich werde... Ist auch so eine Sache. Ich nehme Heilung mit. Ich... So. Ich nehme Heilung mit.
Ich lasse das mal da. Ja, ich glaube, ich brauche das jetzt alles nicht. Ja, komm. Obwohl, ich kann es ja mitnehmen. Diese Dinger sind doch eh bald weg. Ach, ich bin so blöd. Ich nehme es doch mit. Die Dinger werden mir ja eh jetzt los. Und dann haben wir schon zwei Plätze frei. Ich werde mit der Pistole auf sie schießen. Einfach aus dem Grund, weil sie nicht kaputt geht. Ich muss irgendwie was mit diesen Steinen machen. Ich muss nur drauf kommen, was. Was muss ich mit diesen Steinen machen? Gegen sie schieben. Nimm einfach den Stein, schieben gegen sie. Und dann nehmen wir Bikini Button und schieben es auch mal anders hin. Komm, holla, die Waldfee. Mach mal flott die Karotte hier. Auf geht's. Was muss ich mit dem machen? Ich kann es nicht gegen sie schieben. Die sind schon am Ende. Die sind schon an den Rändern. Erstmal raus, man sieht sich. Alles klar, war schön, dass du da warst. Bis denne. Ich streame meistens so am Wochenende, so freitags. Ist so mein Tag in der Regel, aber jetzt mache ich mal eine Ausnahme. Also, wenn du Zeit hast, komm noch mal vorbei. Dann schäpeln wir. Oh, buddy. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Was?
Okay, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es noch einmal, noch einmal. So. Die Heilung hat mir in dem Fall jetzt nichts gebracht, wa? So, wir gehen gleich weiter. So. Let's go. So, jetzt Moment. Hallo? Was soll denn das? Ja, ja. Manchmal habe ich echt das Bedürfnis, das einfach wegzudrücken, diese Türanimation. Ja, es ist Nostalgie, aber ein bisschen Pain in the ass. We can do this, we can do this. Thanks, Jill. Versuchen wir wieder diese Taktik. Mal, das tut dir weh. Mother!
Oha. Das ist ja mega traurig, ey. Warte mal. Da funkelt doch was. Ich will's haben. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitamin. Wenn sie mir die Spritzen geben, kann Mami nicht klar denken, aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr aussieht. Was ihr zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in einer Finsternis in mir. Oh, Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann im Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 67. Jessica Trevor. Oh nein, ey. Ist das 50 Shades? Nein, das ist gerade voll traurig. Oh nein. Das ist echt gerade voll traurig und das nervt mich. Kann ich das irgendwie... Da ist doch was! Oder nicht? Anscheinend nicht. Anscheinend ist es nur das Licht. Hey Betty, du bist ein Verräter. Ein dreckiger Verräter bist du. Ist hier oben alles green? Achso. Was? Ja, es ist green. Da ist jetzt auf einmal eine Schreibmaschine. Wo ist da jetzt bitte eine Schreibmaschine? Nee, okay. So weit zurück laufe ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so weit, aber ich habe vorhin gespeichert, also es ist nicht notwendig. Ich habe auch nicht mehr so viele Farbbänder. Ich muss jetzt damit schon sparen. Oh nein, ey. Das war die arme Lisa. Warte mal. Kann ich Barry nicht nochmal konfrontieren und ihm sagen, du Wichser! I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Willst du nicht darüber sprechen, dass er dich alleine zurückgelassen hat? Dass er die Waffe für dich gerichtet hat? Ja, du hast ihm die Waffe zurückgegeben, aber es sagt nur, weil da eine andere Bedrohung war. Das macht es nicht besser. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das? Da ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Okay. Mhm. Ah! Jetzt sind wir hier unten. Jetzt sind wir hier. Und da ist schon green. Die haben einen eigenen Pool. Diese Rich Bitch Leute. Was soll ich denn hier bitte machen? Die gibt's doch gar nicht. Ist hier was? Hä, was soll ich denn hier bitte machen? Was übersehe ich hier?
Fährt es wieder hoch oder fährt es runter? Okay, es fährt wieder runter. Bitte. Eine Klose, ich werde mitteilt. Barry hat hier alles im Griff. Am besten gehen sie schnell weiter. Ja, wohin denn? Hä? Oho. Ich muss doch zurück. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Deswegen war da diese Kiste. Deswegen. Jetzt, das ergibt Sinn. Jetzt weiß ich, warum da auch eine Kiste war. Supi. Warum war ihr Sarg überhaupt so hoch? Nein, Alter, die Lisa hat sich selbst umgebracht. Oh nein. Ich meine, okay, sie war ein Pain in the Ass, ja, aber sie wollte einfach nur zu ihrer Mutter. Oh nein. Das ist wirklich traurig. Wo soll hier noch eine Schreibmaschine sein? Ach! Krass! Das war also okay. Sag mich eigentlich, was passiert wäre, wenn wir dem Barry nicht geholfen hätten. Also wenn wir die Waffe ihm nicht zurückgegeben hätten. Was für Auswirkungen es dann gemacht, also was für Auswirkungen es dann auf das Spiel hätte. Wäre er dann schon tot? Krass, jetzt leuchtet es nicht mehr. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Ganz gut. So. Wir machen gleich weiter. So.
Das waren die Wölfe. Ne? Ja. Und hier. Adler. Spielautomat. Meine Nase juckt. Ah. Ich bin umsonst hier hin drum herum gelaufen. Ey. Was sind das jetzt? Aufzug benutzen. Oh, jetzt gehen wir schon wieder runter. Was soll denn die Scheiß? Was ist das für eine Villa, bitte? In die Höhle des Löwen. Wow. Es geht tiefer runter. Auf dem Schild steht, öffnen nur im Notfall möglich. Super. Super. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen, aber wir warten noch, bevor ich mich heile. Farbbänder. Bro, das klingt nicht gut. Das klingt ganz und gar nicht gut, aber ich werde jetzt speichern. Bro, diese Musik ist gerade richtig krass bedrohlich. Also ich habe gerade das Gefühl, irgendwas Krasses passiert gleich. Also entweder so ein Bosskampf. Also so ein richtiger Bosskampf, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel, oder doch? Ich meine, also oben haben wir ja nichts mehr zu durchsuchen. Oben haben wir ja alles durchsucht. Bro, ist die Musik bedrohlich. Ich nehme das jetzt mit. Alter, was ist das? Was passiert jetzt? Richtig viel Grünkraut. Also. Okay. Wir haben hier ein Safe Room, also Moment. Ich lasse das ganz kurz mal da. Nehmen stattdessen und das mit. Der ist weg, der Kopf ist hier ab, aber du stehst auf.
Ein schönes Lagerfeuerchen. Diese Musik ist so bedrohlich, also es kommt irgendein Bosskampf, irgendwas kommt jetzt. Ich mach's jetzt einfach so. Da ist wieder eine Diskette. Okay, das ist elektronisch, das kriegen wir nicht auf. Wartet mal, ich will mal ganz kurz was probieren. Wir haben ja noch eine. Vielleicht kann man die kombinieren. Einfach so wert. Ich lasse mal beide hier. Für den Fall der Fälle. Boah, habe ich mich gerade von meinem eigenen Schatten erschreckt? Ja, habe ich. Es kommt safe irgendein Bosskampf oder so. Safe, irgendwas kommt jetzt. Es wirkt nicht umsonst so bedrohlich. Ich denke mir nur so, komm, der kommt näher, dann schieße ich ihm den Kopf ab. Komm, so lahmschneckig. Wieso klappt es nicht? Jetzt habe ich all meine beiden Taser verwendet. Für blöde zwei Zombies. Oh, ich wollte ihn einfach nur den Kopf abschießen, aber es klappt halt nicht immer. Gut zu wissen, dass hier auch ein Durchgang ist. Na super. Von da sind wir gekommen. Was ist mit der Tür? Wieder komplett neues Gebiet. Jetzt sind wir im Labor. Medikit.
Kräutermischung. Was ist das? Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebel öffnen könnten. Okay, das heißt, das ist schon mal nicht zu. Okay. Die Tür ist verschlossen. Hier ist noch eine Tür. Was ist das denn? Röntgenbild mitnehmen, ja. Was ist das denn? Es steht ein Name drauf. Clark David. Hut zu Fug. Hier sind noch weitere. So. Ist noch irgendwas? Da ist ein Platz zum Aufhängen des Röntgenbilds. Hier ist noch eins. Neben auf dem Notizblatt erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblatt steht gekritzelt: Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Alex Bechet. An der Wand. Ja. Gelly Holland. Das anordnen. Ja, ich habe mir ja nicht alle angeguckt. Was ist denn jetzt das Erste? Ja, okay, du bist der Erste, es passt. Der Zweite, Clark David, passt auch. Und das. Ja. Passt doch auch. Brief des Forschers. 8. Juni 98. Ein besonderer Tag. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Unter seinem Namen, okay. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell rausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen, doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. Okay, John. Was war denn jetzt los? Ich war in Discord. Moment. Okay, wartet. Das war gerade ein bisschen gruselig. John, Ada. Gut, also John, Passwort Ada. So, okay. John Ada. Hat mein Player gerade den Geist aufgegeben? Natürlich hat er das. B.
Würdest du dich jetzt bitte bewegen, Dankeschön. Die Initialien waren es, ne? A, B. C, D. Ja, eigentlich ist es doch... Oder? Ja, das ist wirklich nur nach dem Alphabet. Das muss ich gar nicht aufschreiben. Och man, Player. Mache ich das überhaupt richtig? Von denen hier? Oder hiervon? Bin jetzt gerade unsicher. Warte mal, Messo. Okay. Zweimal. Ne, einmal C, dann ein E, dann zweimal F. Hä, das ist doch nicht das. Nein, das ist es nicht. Ne, das ist es nicht. Das hilft nicht. I think so. Das nicht ist. Ich muss jetzt nur noch einen Computer finden. Ah, der ist aufgestanden, der Wichser. Oh, nö. Wow, wie viele Wege denn noch? Magnum! Ah. Das gefällt mir nicht. V-Akt, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus Mutagen das Genom im Körper eines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus... Ich habe hier gerade so ein... Okay, sie spielt mit dem Ball, Alter. Habe ich mich gerade erschreckt, das ist meine Katze... der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-Akt gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Nein!
bisschen das Haar. Da. Yes! Was ist das? Never ever. Ich hab mich auch gewundert. Ich habe keine Ahnung. Was habe ich jetzt aufgemacht? Ich bin gerade dezent verwirrt. Nein. Och nö. Och nö. So, aber ich würde sagen, wir haben heute schon eine Menge erreicht. Ich merke, meine Konzentration lässt auch langsam nach. Wir haben auch schon ein paar Stündchen gestreamt. Wir sind jetzt nicht allzu weit gekommen. Da kommen wir nochmal hin, also vom Speicherpunkt aus gesehen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden das jetzt. Weil ich habe gerade echt gar keine Konzentration mehr und so weit waren wir nicht. Oh mein Gott, mein Kiefer, aua. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es hat Spaß gemacht, es macht mega Spaß. Jetzt ist es wieder krass gruselig geworden hier in diesem Labor. Auch jetzt mit diesen ganzen komischen Blutköpfen da. Ja, genau. Also es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzugucken. Und ja, voraussichtlich kann ich mit Sicherheit sagen, ob wir morgen wieder streamen werden. Ich glaube aber schon, weil ich will das Spiel endlich zu Ende spielen. Und dann widmen wir uns dann einem neuen Projekt, auf das ich mich halt mega freue. Ist kein Horrorspiel, ist mal ein bisschen was anderes, ein bisschen entspannter. Darauf freue ich mich. Aber vorab spielen wir erstmal Resident Evil zu Ende und dann können wir gucken, ob wir dann vielleicht immer zwischendurch sagen, okay, spielen wir jetzt Resident Evil 2 und dann 3 und so weiter. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, alle, die heute dabei waren und auch fleißig kommentiert haben. Das war super toll. Ich habe mich mega gefreut. Wenn ihr natürlich Verbesserungsvorschläge habt oder genau, also Verbesserungsvorschläge, dann schreibt es mir gerne als Nachricht. Ich bin gerne für Feedback offen und arbeite auch daran, dass die Streams natürlich auch besser werden. Ansonsten wünsche ich euch noch allen eine gute Nacht. Schlaft schön und startet morgen erholt in den Tag und dann sehen und hören wir uns voraussichtlich, ist noch nicht sicher, aber voraussichtlich morgen wieder. Also dann, meine knackigen Dino-Nuggies. Bye, bye!